Rette der Wissenschaft. Boah, 100G. Okay, das war's. Das war's anscheinend. Nehmen wir die Akten ein. Ja, das sind... Kein Teamplayer. Kein Teamplayer. Soziale Inkompetenz. What the fuck? Ist sie uns jetzt da am Bewerten, oder was? Wir sind sozial am inkompetent. What the fuck? Die scannt gerade alle diese Typen. Hey, da war gerade ich. Ist du bist undiszipliniert. What the fuck? Teilt nie. Ach, wie, ist gerade von mir nur? Warte, ich weiß. Hä? Oder nein, ja, nein, mal, sie scannt jeden Einzelnen und sagt dann halt was. Nie pünktlich. Verstehe. Da habe ich ja wahrscheinlich schon. Sind das die Credits, verstehst du? Ja, ja, klar sind das die Credits. Aber... Warum sind da manchmal Würfel? Häufiges Nichterscheinen. Und woher kommen die ganzen Menschen? Ja, das sind da die Testsubjekte. Da bin ich. Plappermaul, what the fuck? Hä? Was ist das da unten? Ein Würfel. Oh, hast Montage. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich geb's zu. Ja, ich auch. Wir warten ein bisschen einfach mal ab. Personal wird gescannt, steht da. Unsicher. Was für ein schneller Scan, Mann. Hey, da bin ich! Zauderer. Was machst du da? Ich weiß nicht. Zu spät. Warum sind da eigentlich Kaffeetassen auf dem Schreibtisch? Keine Ahnung, ja, das ist ein Büro. Immer schlecht gelaunt. Ich dachte, GLaDOS macht das alles. Wer weiß. Vielleicht waren hier mal Menschen. Märtyrer. Launisch. Hat Angst vor Nähe. Karl Winnie. Konfliktscheu. Ängstlich. Laura Dubuk. Lindsay Rand, Liz Cambridge, Mark Lightlaw. Aggressiv, das mag ich. Martin Otten. Schüchtern. Matt T. Wood. Liebt Schadenfreude. Na, das könnte ich sein. Kein Selbstvertrauen. Das könnte es auch du sein. What the fuck? Mike Blaslack. 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 Ja, ja. Unterschätzt so. Arbeitsumfang. Tun sie alle. Das geht eh nach dem Alphabet anscheinend. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Bewegt Lippen beim Lesen. Jetzt kommen so typisch menschliche Fehler. Genau, ja. Analphabet. Kein Mitgefühl. Betrüger. Ja. Es gibt alles Mögliche in dieser unter diesem Testobjekt. Klaut Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Das könntest du auch du sein. Ja, echt jetzt mal. Perfektionist, wo liegt das Problem? Tombui. Tombui. Thorsten Sapka. William, William Bacon. Ja, Zachary. Das reicht zur Akte der ersten Person. What the fuck? Das war alles nur eine Person? Hä, hey, verstehe ich ja nicht. Sag GLaDOS. Aha, wer wen spricht oder was? Ja, also das hat die englischen Sprecher. Voices, ja. Nolan North, what the fuck? Der ist überall dabei. Das ist der englische Desmond. Episch. Hey, das Show! Ja, voll. Okay. Special thanks to Alienware. Arty. Dell. Waddell sogar. Falcon Northwest. Havoc, gut, das ist klar. Sam Gray kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht.
NASA. What the fuck? Die NASA war hier. Thank you for participating in this enrichment center activity. No problem. Yeah, Konfetti! Konfetti! Ja! Wie episch wir sind. Sie liebt Konfetti. Ich will nichts sagen. Ja, ich will jetzt einfach mal warten. Vielleicht passiert ja noch was. Ich warte ja. Willkommen zurück im Zentrum. What the fuck? Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Sie können die Tests nun zu Ihrem Vergnügen absolvieren. Aha. Jetzt können wir einfach alles nochmal machen, wenn wir möchten. Okay, gut, und nun? Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Ja, okay. Was hat so geklingelt? Ja, gut, jetzt, meine, wir können jetzt jede einzelne Testkammer nochmal wiederholen, also. Ja, das habe ich geschnallt. Was Neues gibt's jetzt nicht. Katastrophen abgewehrt 23. Ja, stimmt, aber sonst? Ne, sonst gibt's nichts Neues. Sonst ist das Projekt jetzt zu Ende. Komisch, ich hab so gehofft, dass sie uns irgendwie auswertet. Also bewertet und so. Ey, wir haben wenigstens positive Kollaborationspunkte. Ja, stimmt eigentlich. Okay, Ja gut, puh, dann... Fazit? Fazit, genau, ja... Pff, episch. Es ist episch. Ich muss aber leider sagen, es war doch ein bisschen kurz. Es waren kürzer als gedacht, es waren ungefähr, ich würde sagen, jetzt 6,5 Stunden vielleicht. 6 Stunden, so. Ja gut, vielleicht liegt es daran, weil wir so total episch waren. Ich meine, wir hatten eigentlich kaum irgendwo wirklich Mühe. Und ja, gut, das stimmt. Also ja, wir haben es wirklich eigentlich ziemlich schnell gemacht und auch ohne große Probleme. Ja. Aber es waren 6 absolut geile Stunden. Oh ja. Sehr lustig, sehr unterhaltsam, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Komm her. Oh. Bro. Brobots. Brobots. Und ja, gut. Komm, ich mag deinen Riesenschädel. Na warte. Oh. Ich mach dich fertig. Ja, hey. Oh, komm, noch 2 zu deinem Erfolg. Okay, komm schon. Du kriegst diesen Erfolg. Los! Ficken! Ach, scheiße, aber ich möchte den gar nicht haben. Naja, gut. Hast du noch was in irgendeinem Fazit? Ich denke, das reicht als Fazit. Verdammt verrückt. Ja. Ja, es ist halt, es ist ein cooles Spiel. Es ist wirklich, also man hat doch schon eine Menge Spaß dabei. Oh ja. Coole Moves. Oh ja. Man muss richtig, richtig Hirn. Schön Hirn. Man muss wirklich in neuen Dimensionen denken. Das heißt, keine alten Dimensionen. Ihr versteht? Oh, nach keinen Umarmungen. Oh, das ist eine schöne Zahl. Warte, was haben wir denn? Ist sonst gar nichts. Ja gut, ja. Mehr gibt's jetzt anscheinend echt nicht. Außer wir machen alles nochmal, aber das ist im Moment echt unnötig. Ja, vielleicht irgendwann mal für uns auf Englisch oder so. Aber sonst war's das erstmal von Portal 2. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt gelacht, ihr hattet Spaß.
Vielleicht dann. Ja. Nee. Das war doch wohl ein Witz. Ja, das war Absicht. Wohl... Das war Absicht, sagst du, ja? Ja, natürlich war es Absicht. Ich mache nie Fehler. Ah! Okay, gut. Verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass die Demontageeinheit euch ununterbrochen. Sie ist nicht euer Sklave. Sie ist nicht euer Sklave. Okay, ich weiß nicht. Irgendwie, es lässt sich. Oh, hör auf, mich mit Portalen zu beschießen. Ich will nicht aufhören. Ich auch nicht. Es ist so episch. Was? Oh. Naja, na gut, irgendwann muss es ja enden. Ja, das war das dritte Projekt von Punk und mir. Diesmal sogar blind, was ganz Neues und was Aktuelles. Und jetzt wäre noch Portal 2 Singleplayer. Das müsste ich dann ohne Punky Boy machen. Ja, leider. Aber ja, das wäre auch noch was. Und sonst, Portal 2 Coop ist vorbei. Ich freue mich auf Portal 3. Ja, ich mich auch, genau. Das, vielleicht war das ja vorhin so eine Art Cliffhanger. Jetzt hat sie wieder so ein Haufen Testobjekte, ich weiß es ja nicht. Weil die Story spielt ja nach dem Singleplayer. Ja, ich frage mich, was beim Singleplayer passiert. Das werden wir in der Nähe erfahren. Ja, stimmt. Aber gut, das war es vom Coop-Teil des Spiels. Ziemlich episch. Sehr episch. Episch! Episch! Und unglaublich, was die da gemacht haben mit dem Spiel. Und schon, ja. Dass ich da so, dass man sehen kann, was du siehst, das ist voll episch. Ja gut, das ist ziemlich nützlich, vor allem wenn man nicht kommunizieren kann. Ja, oh gut, ich finde aber ohne Headset ist das viel schwerer, weil nur mit dem Faktor ist das ziemlich aufwendig. Ich meine, es ist so, dann mit dem hier, oder mit dem hier. Ich meine, what the fuck? Boah, das ist auch kompliziert. Ne? Eben, ja, wir brauchten ja so schon diese Dinge hier. Also mit dem Headset, ich will nochmal schauen, mit dem Headset ist das viel einfacher. Los, ich mach die Welle. Warte, ich stell mich so, komm. Du schaust mich an, ich schau dich an. Okay, Moment, so. Warte, noch eine Umarmung zum Schluss. Los, komm. Hey, komm. Okay, also, wir schauen uns beide an. Warte, Scheiß. Also. Okay, Leute, das... Ja, wir machen eh nur Blödsinn. Wir beenden das Ganze jetzt stilvoll mit einer schwulen Umarmung. Und vielen Dank fürs Zuschauen und... Hat rein, Leute. Das, unser nächstes Projekt, warte noch, wird... Oh, ja, genau. Unbekannt? Oder? Unbekannt, ja. Ihr werdet schon sehen, was irgendwann mal wieder von uns kommt, sonst siehst du noch Swinson Punk. Und bis dahin und ja, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Leute. Ja.